Lieben, im heutigen Video bastel ich mit euch eine schöne Schüttelkarte. Ich habe ein paar Varianten für euch mir ausgedacht. Hier ist eine mit einem Heißluftballon und einem Botschaftchen drin. Die andere Karte ist mit ausgestanzten Sterne, etwas auch Weihnachtliches. Und eine dritte Variante zeige ich euch gleich. Für die Karte brauchen wir etwas Papier, also die Dicke ist ziemlich egal, also wie man es möchte. Man kann auch richtig dickes Papier nehmen oder etwas dünneres. Ich habe hier Tonkarton, ich glaube 120 Milligramm. In der Mitte oder auch etwas höher wie bei mir zeichnen wir einen Kreis vor und schneiden den aus. So habe ich es zumindest gemacht. Man kann auch verschiedene Formen benutzen. Man könnte auch einen Schmetterling in der Mitte zeichnen und bekleben. Ich habe hier eine Karte schon gemacht und wollte euch zeigen, also ich weiß, das war wirklich mein erster Versuch, eine Schüttelkarte zu machen. Ich fand es jetzt nicht so schön, aber ich zeige es euch einfach. Ich habe festgestellt, mit jeder weiteren Karte, dass je einfacher die Form, desto besser sieht am Ende die Karte aus. Ich weiß es nicht, also ich zeige es euch, wenn es euch gefällt. Also so sieht es dann aus. Wir kommen jetzt zurück bei unserer Karte. Ich habe den Kreis schon in der Mitte ausgeschnitten und mit ein paar ausgestanzten Herzchen beklebt, damit es schöner aussieht. Hier in dem Fall habe ich ja Blümchen genommen oder Sternchen. Also das ist ziemlich egal. So sieht es dann aus, von innen. Und Folie brauchen wir. Und ich habe nämlich eine Prospekthülle benutzt. Hat bestimmt jeder von euch zu Hause. Die gibt es in matt und etwas mit Glanzoberfläche. Etwas glänzend. Ich habe jetzt die Variante. Also davon schneiden wir nur ein Stück ab. Habe ich schon gemacht. Und kleben das schön drauf auf die Karte. Ich benutze einen ganz normalen Klebestift dafür. Man könnte auch doppelseitigen Tesa nehmen oder das geht auch. Habe ich auch schon mal versucht. Aber in dem Fall nehme ich jetzt einfach mal normalen Kleber. Und da bitte aufpassen und ordentlich Kleber drauf schmieren, weil es nachher sein kann, dass es aufgeht. Und fertig. Wir brauchen noch ein Stück Papier und ausgestanzten Teile. Man kann ja auch, in dem Fall habe ich hier kleine Schmetterlinge und Blümchen ausgestanzt, aber man kann auch Strasssteine oder Perlen nehmen, die sogar etwas besser dann sich auch hier in der gleichen stehende Tasche bewegen, weil das Papier, also die Papierteile, die bleiben oft aneinander hängen und dann, wenn man die Karte schüttelt, dann ist das nicht so schön. Ich hatte leider jetzt keine Strasssteine in dem Größe zu Hause. Deswegen mache ich es jetzt damit. Aber wer es vielleicht noch experimentieren möchte und etwas schicker machen möchte, da kann man vielleicht richtig schöne kleine Perlen noch mit reinpacken oder was anderes. Aber so geht es jetzt auch. Und zwar, wir schmieren hier einfach an der Seite ein bisschen Kleber und kleben das auf der anderen Seite und dann ist unsere Karte schon fertig. Es ist wirklich total einfach. Sieht auch sehr, sehr nett aus. So. Und versuchen, dass die ausgestanzten Schmetterlinge jetzt nicht irgendwie an den Klebestellen kleben. So, eine süße kleine Botschaft noch und da ist die Karte schon fertig. So einfach geht's. Und dann natürlich einmal durchschütteln. Funktioniert. Also so schnell geht's. Vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Bis das nächste Mal. Tschüss.